Also im Winter haben wir eigentlich eine neue Strategie erstellt. Im Winter wollen wir stärker vermarkten. Wegen dem haben wir uns entschieden, jetzt noch eine neue Kampagne zu fahren für nächstes Jahr. Ich noch eine. Sag jetzt mal, ist von hinten so ein bisschen anders. Wir sind zusammengekocht und gesagt, was sind unsere USPs? Unsere USPs sind Eigermönch, Jungfrau, Lauberhorn, viel Vielseitigkeit. Und wir wollen das Ganze auch mit einem Augenzwinker rüberbringen. Und wegen dem jetzt hier der Spot, den wir am Drehen sind. Ja, ist gut. Grundsätzlich haben wir uns überlegt, Top of Europe, wir sind von dem ausgegangen. Das Briefing war ja eigentlich die Kulisse, die einzigartige Kulisse. Die ist schon toll, aber wir haben dann gesagt, Top of Europe muss alles top sein. Das heißt, es strahlt vom Jungfraujoch bis top runter in alle Bereiche des Unternehmens. Wenn dann top angestrebt wird, dann muss man ja was dafür tun. Dann muss man nach oben, bevor man runterrutscht. Und das war eigentlich so die Basisidee, dass wir die Leute nach oben kämpfen lassen, wie auch ein Manager, der top sein will. Ein Top-Manager, der plötzlich oben an der Spitze ist, der muss sich auch hoch kämpfen. Und das war eigentlich die Spot-Idee. Wir drehen einfach das Klischee um und sagen, rauf mit euch statt runter mit euch. Die Schwierigkeit oder die Herausforderung von diesem Spot ist, wir haben 25 bis 28 Sekunden zur Verfügung. Wir müssen in kurzer Zeit vier verschiedene Protagonisten, Schlittler, Snowboarder, Skifahrer, Skiwanderer, reinbringen. Wir müssen in kurzer Zeit eine gewisse Dynamik, einen gewissen Handlungsstrang, einen Anfang, ein Ende, eine Auflösung und noch die ganze Message, die wir eigentlich überbringen wollen. Das sind alles 25 Sekunden verpackt. Das ist die Schwierigkeit, die Herausforderung eigentlich von dem Job, den wir hier dran sind. Ja, Remo, ich höre dich, ja. Nach rund drei Wochen Planung sind wir endlich hier in diesem wunderschönen Grindelwald. Wir konnten selber fast nicht glauben, wie schön es ist hier oben. Ja, endlich fangen wir an zu drehen. Wir sind eine 16-köpfige Crew hier, inklusive zwei Radtracken, vier Schneetöffen. Eine ganze Crew von Grindelwald Sports und von den Jungfraubahnen, die uns hier oben tatkräftig unterstützen, weil die Logistik ist echt eine Herausforderung an so einem Projekt. Wir springen von einem Höger auf den nächsten Höger. Von dort runter kommen schnell da rauf und kommen schnell da rüber. Und alles mit dem schnell. Für das haben wir die Pistenfahrzeuge und die ganzen Geschichten. Hinten haben wir noch einen Heliflug, noch zwei Rotationen, wo wir über auf die Fisch fliegen. Wir werden auch dort noch die Aufnahme mit dem Snowboarder machen, aus der Luft, zusammen mit der Drohne, mit der ferngesteuerten. Also es wird spannend. Da ist ja super Job. Die ganze Crew hat sich gestritten, wer darf mitkommen. Und wir können nochmal merci vielmal Jungfraubahnen sagen und der Republika für den super Job, den wir hier machen dürfen. Es ist eine Freude.